Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the modal verb können. I already talked to you guys about the modal verb müssen in this video right here. Make sure to watch it if you missed it. Können means can or be able to. Let's conjugate the verb können in the present tense. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Sie können. Let's take a look at some examples. Ich kann schwimmen. I can swim. Ich kann schwimmen. Ich kann Fahrrad fahren. I can ride a bike. Ich kann Fahrrad fahren. Ich kann Auto fahren. I can drive a car. Ich kann Auto fahren. Ich kann viel essen. I can eat a lot. Ich kann viel essen. Ich kann Motorrad fahren. I can ride a motorcycle. Ich kann Motorrad fahren. Ich kann Schlittschuh laufen. Or you can also say, ich kann Eis laufen. I can ice skate. Ich kann Schlittschuh laufen. Oder ich kann Eis laufen. Ich kann klettern. I can climb. Ich kann klettern. Kannst du segeln? Can you sail? Kannst du segeln? Kannst du surfen? Can you surf? Kannst du surfen? Kannst du lesen? Can you read? Kannst du lesen? Kannst du schreiben? Can you write? Kannst du schreiben? Kannst du Deutsch sprechen? Can you speak German? Kannst du Deutsch sprechen? You don't necessarily have to use sprechen. You can also just say, kannst du Deutsch? Which literally means, can you German? Kannst du Deutsch? Or formal, können Sie Deutsch? Können Sie Deutsch? Or können Sie Deutsch sprechen? Können Sie Deutsch sprechen? Ja, ich kann Deutsch sprechen. Yes, I can speak German. Ja, ich kann Deutsch sprechen. Or you can just say, ja, ich kann Deutsch. Ja, ich kann Deutsch. Nein, ich kann kein Deutsch. No, I can't speak German. Nein, ich kann kein Deutsch. Or you can say, nein, ich kann kein Deutsch sprechen. Nein, ich kann kein Deutsch sprechen. Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. I can only speak a little German. Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Or you can say, ich kann nur ein bisschen Deutsch. Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Können Sie woanders parken? Can you park somewhere else? Können Sie woanders parken? Können Sie uns helfen? Can you help us? Können Sie uns helfen? Können Sie hier unterschreiben? Can you sign here? Können Sie hier unterschreiben? Ich kann Sie nicht verstehen. I can't understand you. Ich kann Sie nicht verstehen. Ich kann Sie nicht hören. I can't hear you. Ich kann Sie nicht hören. Ich kann Sie nicht sehen. I can't see you. Ich kann Sie nicht sehen. Ich kann nichts sehen. I can't see anything. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts hören. I can't hear anything. Ich kann nichts hören. Sie kann uns am Wochenende nicht besuchen. She can't visit us on the weekend. Sie kann uns am Wochenende nicht besuchen. Er kann uns erst in 2 Wochen besuchen. He can only visit us in 2 weeks. Er kann uns erst in 2 Wochen besuchen. Wir können morgen mit euch nach Heidelberg fahren. We can go to Heidelberg with you guys tomorrow. Wir können morgen mit euch nach Heidelberg fahren. Ich kann zu dir kommen. I can come to your place. Ich kann zu dir kommen. Ich kann mit euch nach Hamburg fahren. I can go to Hamburg with you guys. Ich kann mit euch nach Hamburg fahren. Hier kann man nicht mit Kreditkarten zahlen. You can't pay with credit cards here.
Hier kann man nicht mit Kreditkarten zahlen. Hier kann man nicht parken. You can't park here. Hier kann man nicht parken. Alright guys, now you know how to use the modal verb können in a sentence. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!